Nach einer 15-tägigen Seereise über den Atlantischen Ozean ist Greta Thunberg nahezu unbemerkt in den USA in New York angekommen. Lediglich 100 Personen empfingen sie am Pier. Und zwei Tage später, vor der UN, vor der eine große Demonstration stattfinden sollte, waren ebenfalls nur 100 Personen anwesend. Offensichtlich ist die Klimahysterie, die in Deutschland und in einigen europäischen Staaten ausgebrochen ist, in den USA nicht angekommen. Genauso nicht angekommen wie in den großen Verursacherstaaten der CO2-Emissionen. China, Indien, Russland und den USA. Und man fragt sich wirklich, ist das ein deutsches Phänomen? Was mich besonders betroffen macht, ist, dieses kleine Mädchen wird von bestimmten Kreisen ausgenutzt. Man fragt sich, welche Lobbyinteressen stehen hinter diesem Mädchen? Wirtschaftliche Interessen, Lobby-, Klimalobbyinteressen und natürlich politische Interessen. Und die Eltern machen das alles mit. Ich frage mich, als Großvater und als Vater, wann beenden sie das endlich und lassen dem kleinen Mädchen ihre Ruhe?